Also, ich weiß wirklich nicht, was du willst. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es sogar angenehm ruhig. Oh, das mag vielleicht daran liegen, dass sie gerade auf einem ihrer Jagdausflüge sind. Aber glaub mir, Schlingelnatter, es ist nicht tolerierbar. Ich kann nicht einen Tag länger Tür an Tür mit diesen Verrückten leben. Ja, und wo willst du jetzt so schnell hin? Oh nein, das war eindeutig die falsche Frage. Wer redet denn mit dir, Bettvorleger? Halt, einen Augenblick, nein, du denkst doch nicht, dass... Du bist meine beste Freundin und es wäre nur vorübergehend. Du weißt doch, dass ich Kobolde nicht ausstehen kann. Andauernd singen sie dämliche Lieder und laufen irgendwo gegen. 100 hoppelnde Kobolde stolpern durch die Welt. Drei davon fielen in die See, da war es nur noch... 12? 32. Schon wieder so ein Jagdausflug, wo wir nichts verfangen haben. Was machen wir denn nur fälschlich? Naja, wie wär's, wenn wir ein Lied flöten würden? Sowas verbessert unsere Stimmung. Verkumpelte, sie ist noch da. Die muffige Hexe. Da ist ja noch eine von der Sorte. Verbannen sie doch einfach. Ich würd's tun. Eine kleine Zauberformel und du schaffst sie dir für immer vom Halse. Aber das hier ist Kobold-Territorium. Ich kann sie nicht alle verbannen. Dafür reicht meine Kraft nicht. Es würde dir Zeit verschaffen. Wenigstens, bis du irgendwas Neues gefunden hast. Bei uns kannst du nämlich nicht wohnen. Ganz genau. Mach's gut, Stinkmorchel. Hexen sind dümmlich. Na los, Plagg. Verroll mal den Felsen. Ist euch eigentlich klar, wie spät es ist? Ja? Ich warne euch jetzt zum ersten und letzten Mal, wenn dieser Lärm nicht auf... Hört mal zu, es ist Belästigung. Es ist riskant, sich mit einer Hexe anzulegen. Ja, ja? Welche Unternehmung willst du schon machen? Ich werde euch mit einem Zauber verbannen. Husch, weg! Und zwar ihr alle, für immer und ewig. Das will ich versehen. Also schön. Ihr wolltet es so. Ihr mächtigen Winde, kommt zu mir! Blast die Kobolde weg von hier! Oh, Mist. Ich hielt ja rechtlich. Na also, schon besser. Und was ist mit der Hütte, Frau Direktor? Oh nein, die schon wieder. Schlingelnatter, was für ein herrlicher Morgen. Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Ich habe die Kobolde verbannt, wie du es gesagt hast. Aber es gab da leider so einen kleinen Zwischenfall. Naja, ist das Toast, was da so duftet? Ich hatte wirklich einen furchtbaren Schock. Wirklich nett von dir, mich aufzumuntern, Natti. Meine gemütliche Hütte. Die war genauso, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Noch ein Toast. Diese Kobolde waren schreckliche Nachbarn, unfreundlich. Nicht so wie du, Natti, meine Freundin. Und Marmelade. Es wird eine Weile dauern, sich von dem Schock zu erholen. Ohne Heim dazustehen. Ich fürchte, der Tee ist auch schon wieder alle. Oh, mein Auge, mein Auge. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dass du hier bist. Aber ich muss dabei ja auch an Dudley denken. Ich meine, du bist nicht gerade eine Katzenliebhaberin. Und was uns zwei angeht... Was ist mit uns? Sind wir doch ehrlich, wir haben höchst unterschiedliche Auffassungen. Soll das vielleicht eine Anspielung auf meinen Duft sein? Ach ja, das zum einen und dann dein Sinn für Ordnung. Ich betrachte meinen Duft als Teil meiner Persönlichkeit. Ah, der Eulenspiegel. Willst du nicht endlich mal den Tee einschenken, oder was? Ja, Moment. Ich will nur nachsehen, ob irgendwelche Häuser drin sind. Aber ich bin doch jetzt hier. Ich denke, es wird nicht schaden, trotzdem mal nachzusehen. Ah, hör mal hier. Höhle, billig, kleine Menge, schöne Aussicht und perfekter Klang. Wo ist das? Steht da nicht. Egal. Du solltest wenigstens mal hingehen und mit den Leuten sprechen. Yeti und Yeti, die beste Häuser der Welt. Bella donna,
Willkommen! Willkommen! Spaghetti steht zu Diensten. Das ist meine Bruder, Confietti. Zusammen sind wir... Dieti-Brüder! Wir kommen wegen der Höhle. Oh, Sie haben Glück. Sie wollen Höhle? Sie kriegen Höhle. Ich werd's hassen. Ich weiß es. Ist eine Zeichnung. Eine Foto gibt es nichts. Ich liebe sie. Prego? Es sieht katastrophal aus. Und siehst du das Moos, das da an den Wänden wächst? Ich müsste nicht neu tapezieren. Na, was hältst du davon? Oh, ich finde, es sieht aus wie eine Müllhalde. Ein gammliges kleines Loch, verschimmelt und ekelhaft. Also ist es genau das, was du suchst. Absolut richtig. Schlingelnatter, ich weiß, du wirst traurig sein, wenn ich wieder ausziehe, aber ich habe mich entschieden. Ich werde es nehmen. Wo ist die Höhle? Kobold-Territorium. Kobold-Territorium? Dann ist das die Höhle, aus der ich diese furchtbaren singenden Kobolde verbannt habe. Na, das heißt doch, sie ist unbewohnt. Du könntest also sofort einziehen. Und sie ist billig. Wundert mich nicht. Welche Hexe ist so würdelos und zieht in die Höhle von Kobolden? Vergiss es. Aber was ist mit anderen Angeboten? Was? Kriege ich gar kein Frühstück? Nein. Nicht nach dem, was du Dudley angetan hast. Genau, sag ihr die Meinung. Ich weiß nur so viel. Ihr werdet hier nicht mehr länger bei uns wohnen. Es gibt genügend Angebote in der Zeitung, also bitte schau sie dir an. Ich will da aber nicht alleine hingehen. Tja, ich dachte, du wärst meine beste Freundin. Nie hätte ich geglaubt, dass du mich mal hängen lassen würdest. Schon gut, schon gut. Dieses eine Mal noch. Aber ich behalte mir das Recht vor, dir gleich morgen früh die Freundschaft zu kündigen. Und zwar dann, wenn du gehst, Stinkmorchel. Ob du nun ein Haus gefunden hast oder nicht. Ich mochte dich sowieso nie besonders. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich mal mitkomme. Es ist immer von Vorteil, auch noch eine andere Meinung zu hören. Oh, ist das nicht süß? Ich hasse süß. Zu klein. Zu zugig. Das ist doch viel zu weit oben. Zu wackelig, da wird mir schlecht. Zu süß, zu klein, zu kalt. Aber gib mir nicht die Schuld, wenn du ab morgen obdachlos bist. Ich verstehe nicht, wie du auch nur daran denken kannst, eine obdachlose Freundin vor die Tür zu setzen. Ich setze keine Freundin vor die Tür, sondern dich werde ich vor die Tür setzen. Du wolltest mir doch erst morgen die Freundschaft kündigen. Genau, und gleich danach setze ich dich vor die Tür. Wir haben was für Sie. Ist sie ganz neu auf die Markt. Dieser Duft. Was ist das? Oh, ist ja schlimm. Für mich stinkt das wie eine ganze Müllhalde. No, no. Ist gar keine Müllhalde. Na klar ist das eine. Dieser Duft. Wundervoll. Bene, es ist eine Müllhalde. Eine Müllhalde, eine Müllhalde im Mondlicht. Mir kommen direkt die Tränen. Ich bin auf einer aufgewachsen. Oh, Schlingelnatter, es ist ein Schweinestall. Es ist perfekt. Ich werd's nehmen. Es gehört dir. Scusi, das hätte ich sagen müssen. Sie? Nein, nein, es ist tatsächlich ihr Haus. So ist es. Ich muss es dann wohl hierher verbannt haben, wie es aussieht. Sie ist die Eigentümerin. Sie hat's versehentlich hier abgestellt. Sie ist in nix. No. Jetzt wir ist Eigentümer. Eine leerstehende Gebäude, capito? So ist der Gesetz. Arrivederci. Geschäfte mit Ihnen immer Vergnügen. Na, wenigstens hast du wieder ein Heim, Stinky. Und es ist genau so, wie du es dir wünschst. Ach, du hast ja recht, Schlingelnatter. Und die Gegend hier gefällt mir auch sehr gut. Weit weg von diesen lauten und schrecklichen Kobolden. Oh, nicht schon wieder diese Quälgeister. Na warte, jetzt reicht es. Ich habe diese Schwachköpfe schon einmal verbannt. Na schön, ihr kurzbeinigen, schmierigen Kobolde. Ihr mächtigen Winde, kommt zu mir. Blast diese Kobolde weg von hier. Du kannst uns nicht nochmal verbannlichen. Wir sind schon verbannlicht. Hierher! Was? Es war dein eigenes Vertun. Da, wo wir vorher gewohnt haben. Es kann dir gefallen oder eben nicht. Wir bleiben für ewiglich hier. Für ewiglich und dauerhaft. Oh, verflixt.